Ja, herzlich willkommen zusammen. Hier ist wieder eure Barbara von den Driesch. Und ich habe heute euch eine Dozentin mitgebracht von den Paracelsus Gesundheitsakademien aus dem Bereich, wie man es schon so schön sieht an ihrem Sweatshirt, aus dem Bereich Yoga. Und was auch noch besonders toll ist, Annette Madré ist auch noch bei uns im WBG Service Team als neues Mitglied dabei und sie korrigiert unsere Yoga-Abschlusshausarbeiten. Herzlich willkommen, Annette. Ja, schön, dass ich dabei bin. Ja, liebe Annette, oftmals ist ja so eine Ausbildung im Gesundheits- und Präventionsbereich wie Yoga. Yoga zählt zur Stressbewältigungskompetenz. Nicht die ja, ganzen nach dem Präventionsleitfaden der Eigentlich gesetzlichen schon, ja. Krankenkassen, genau, ganz hochgestochen, Entspannung und Stressbewältigung, ja. Und oftmals ist ja so eine Ausbildung im Gesundheitsbereich nicht die erste. Man kommt da erst so im Laufe der eigenen Entwicklung und dazu. Wie war das denn bei dir? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich habe in verschiedenen Werbeagenturen als Grafikerin gearbeitet und irgendwann kommt man ja im Leben mal zu dem Punkt, wo man sagt, gut, jetzt ist mal gut. Jetzt musst du mal was Sinnvolles in deinem Leben machen, mal was, was auch dir was bringt. Also so Gebrauchsgrafiker ist jetzt sicherlich eine schöne Arbeit, aber jetzt nicht die Sache, die man dann bis ans Lebensende machen möchte. Und dann habe ich einfach das Ganze aber sehr langsam angefangen. Ich habe Kundalini-Yoga begonnen und habe dann mit meiner Dozententätigkeit erst dann als Zumba-Trainerin angefangen. Also weil ich schon aus dem Tanzsport so ohnehin komme und habe da eben erst mal Zumba unterrichtet und dann meinen Yoga-Stil gefunden. Das hat auch noch mal ein bisschen gedauert. Und dann, ja. Und dann war ich einfach begeistert und seither mache ich mit sehr großer Begeisterung weiterhin eben mein Yoga und ja. Ja, super. Also ich erfahre ja viele Biografien von unseren Mitgliedern, von unseren Verbandsmitgliedern und bei mir war es auch so ähnlich. Ich habe mit Wassershiatsu angefangen, da muss ich gleich so mich bewegen, weil ich selber als Juristin echt so mit dem Rücken dann zu tun bekommen habe, mit dem vielen Sitzen. Und dann habe ich immer mehr Ausbildungen gemacht und jetzt habe ich auch so meinen ganz eigenen Stil gefunden in einer bestimmten Bewegungsmethode, die ich total leidenschaftlich weitergebe. Und ich kann das eben total nachvollziehen, wie wichtig ist, dass man was Sinnhaftes macht, ja. Genau, und eben auch, man macht die eine Ausbildung und dann ist man, oh ja, und dann muss man die nächste Ausbildung. Und dann sind ja derweil, sag ich mal, während meiner Ausbildung dann diese Faszien entdeckt worden und dann findet man dann wieder ein ganz neues Betätigungsfeld und man liest sich, man denkt sich immer mehr rein. Also es ist einfach eine spannende Geschichte und das war aber tatsächlich auch mein Ziel, dann eine Ausbildung zu machen, also dass ich selber ausbilden darf, also dass ich eine große Yoga-Lehrerausbildung mache und auch, dass ich unbedingt die Krankenkassenzertifizierung bekomme und die habe ich ja auch tatsächlich bekommen, obwohl ich Grafikerin bin, obwohl mein Grundberuf natürlich ein anderer ist. Genau. Also Also die super, dass du das erwähnst, weil bei Yoga ist es wirklich toll. Da kann man eben einen fehlenden staatlichen Grundberuf, der eben von den gesetzlichen Krankenkassen oft gefordert wird und gefördert, dass man den eben ersetzen kann durch 200 Zeitstunden Kursleitererfahrung nach der Ausbildung. Genau. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig für euch jetzt, die uns hier zuhören. Man kann auch, wenn man Versicherungskaufmann oder Jurist ist oder Industriekaufmann, alles, dann kann man eben diese Ausbildung machen. Mittlerweile sind es 640 Unterrichtsstunden. Grundkurs, Aufbaukurs, Masterclass und dann kann man sich bei der zentralen Prüfstelle für Prävention, wenn man nach der Ausbildung diese 200 Zeitstunden unterrichtet hat, kann man sich eventuell zertifizieren lassen.
Ja, Ja. da sind wir jetzt schon beim Thema, liebe Annette. Du hast ja demnächst beginnt ein neuer Kurs. Erstens, an welcher Schule und zweitens, welcher und was sind so deine, was sagst du, oh, komm zu mir, weil ich bin super und ich mache das so und so. Ja, okay, gut. Ja, also man hört es wahrscheinlich schon, an welcher Schule ich unterrichte. Das hört man am Fränkischen. Also ich unterrichte in Würzburg überwiegend. Es ist so, ab und an gebe ich mal an anderen Schulen auch nochmal einen Kurs oder habe da eine Ausschreibung. Aber meine Yoga-Ausbildung beginnt am 9. März in Würzburg und die findet auch statt. Also ich habe super nette Teilnehmerinnen. Also ich freue mich riesig. Und ja, warum sollst du das bei mir machen? Ja, ganz klar. Weil du einfach Spaß haben wirst. Ja, also die Yoga-Ausbildung an den Paracelsus Gesundheitsakademien, jetzt bei dir auch in Würzburg, die hat verschiedene Teile, also Grundkurs, Aufbaukurs und Masterclass. Und wo wir alle eben von den Dozenten ganz wichtig ist, dass man es vom Praktischen her angeht, ja. Also, dass sich Theorie und Praxis hervorragend verknüpfen, denn wenn man nur Frontalanatomie unterrichtet bekommt, dann steigt man irgendwann aus. Wichtig ist, dass die Annette eben auch an den Paracelsus Gesundheitsakademien angewandte Anatomie unterrichtet und eben auch die Basis von Yoga. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, Annette. Also, Ja. dass du eben auch Philosophie, also Yoga-Philosophie unterrichtest, also dass du die Leute wirklich da in dieses Geheimnis des Yogas wirklich tief einarbeitest. Und was ist denn so dein Hauptziel für die Leute, die bei dir den Kurs machen, für deine Absolventen? Was willst du denen mitgeben? Dass die einfach mit sich, also erstmal mit sich und ihren eigenen Körper im Reinen sind, dass sie sich verstehen bei den Asanas, bei der Ausführung, dass sie sicher sind, dass sie wissen, wie man die Hände genau aufsetzt, wie man, also wir fangen einfach vom Fundament an, von den Händen an, wir arbeiten uns langsam nach oben, von den Füßen, wie deine Ausrichtung ist und dass du dich in deiner Person, in dieser Asana auch wohlfühlst. Jeder Mensch ist einzigartig und das möchte ich den Teilnehmern einfach auch mitgeben, dass sie die Übung so wunderbar ausführen können und sich dann in der ganzen Praxis auch so wohlfühlen, dass sie es auch weitergeben können, dass man auch gerne zu Hause übt, dass man Spaß hat und dass man merkt, oh mein Gott, was habe ich jetzt für eine Länge bekommen und auch die Veränderung am eigenen Körper erfährt, dass man einfach eine gewisse Aufrichtung erfährt. Und ja, und weil du die verschiedenen Jahre jetzt ansprichst, die Ausbildungsjahre, das erste Jahr, das ist die Zeit für die Entwicklung, für die Entwicklung des Teilnehmers. Ich wollte jetzt schon sagen, für deine Entwicklung, aber für die Entwicklung des Teilnehmers, dass der einfach sich selber erkennt und sich auch selber wahrnimmt in diesem ganzen Prozess. Und ich meine, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, so, und jetzt wird meditiert, ole, ole. Das funktioniert einfach nicht. Du musst erst mal die Ruhe finden. Das kommt alles erst mit der Zeit. Und Yoga ist einfach auch ein Prozess. Der Atem bestimmt deine Bewegung. Und da findest du dich dann rein und dann kommt die Ruhe automatisch mit. Dann kommt der Rest automatisch. Wir fangen tatsächlich mit dem Turnen an. Aber Yoga ist natürlich, ja, du hast es, danke, du hast es so schön gesagt, ganz, ganz viel mehr. Aber der erste Bereich ist einfach so, dass du danach, nach diesem Jahr, sicher, ganz sicher unterrichten kannst schon. Vielleicht erst mal eine Freundin, aber dann, dass man dann einfach mal weitergehen kann. Okay, vielen Dank. Ja, also bei meinem Rückentraining, ich bin ja auch eine Kollegin von dir, ich biete an den Paracelsus Gesundheitsakademien das ganzheitliche Rückentraining an. Und da ist eben auch diese Propriozeption, die Eigenwahrnehmung und das Embodiment, dass meine Seele, mein Geist gut verankert in meinem Körper sind und dass ich weiß, wie was funktioniert, ist auch bei mir eine Basis, wo ich dann die ganzen Übungen aufbaue. Ja, das ist, da haben wir ein bisschen Und dann ähnliche weiter mit den meisten. Herangehensweise. Ja, super. Ja. Gut, dann ist es so,
Also erstes Jahr 252 Unterrichtsstunden, zweites Jahr 252 Unterrichtsstunden und 136 ist ein langer Weg, aber ich sage euch, das hört nie auf. Nein. Also ich mache auch noch jedes Jahr Fortbildungen. Wir haben ja auch schon gesprochen, du auch. Und wenn ich mir so deine ganzen Qualifikationen und Zertifikate anschaue, wirklich tolle, tolle Sachen gemacht. Also da würde mich auch noch einiges interessieren, ja. Und was ich eben noch fragen wollte, du bist ja auch jetzt im WBG-Service-Team und zwar für die Korrektur der Yoga-Abschlussfacharbeiten zuständig. Das sind bei der WBG-Zertifizierung zum geprüften Basis-Yoga-Lehrer oder Master-Yoga-Lehrer gibt es eben eine Hausarbeit als Pflicht, wenn man muss Mitglied im Verband sein, man macht eine tolle Hausarbeit, die findet ihr unter der wellness-fachverband.de unter dem Button Zertifizierung Hausarbeiten. Da sind auch Beispielshausarbeiten drin, ja, und die korrigiert eben die Annette. Annette, erzähl doch mal, was ist denn bei so einer Hausarbeit wichtig? Wie geht man da am besten heran? Und was ist für dich als du korrigierst sie ja, was ist da für dich wichtig? Also der erst zunächst mal der Aufbau. Also der Teilnehmer bekommt ja wahrscheinlich ein Thema oder also ich würde jetzt ein Thema raussuchen, dass dem Teilnehmer jetzt nicht so zufliegt, dass man da halt einfach auch noch mal sich in was Neues reindenken muss. Das ist jetzt erstmal eine Chance, dass man einfach mal einen neuen Einblick in ein neues Thema hat. Und da, dass du dir dann mal deine Literatur suchst, was brauche ich dafür? Und dass man sich da mal so richtig rein vergräbt, sage ich mal, und sich mal überlegt, was, weil man will es ja auch eigentlich gut machen. Wie tue ich meine Stunde planen? Wie strukturiere ich das? Wie fängt die an? Was brauche ich dafür? Und wie sind meine Teilnehmer? Das ist dann auch nach Alter angegeben oder wie lange die Teilnehmer dann eigentlich auch schon Yoga praktizieren, dass du dich da wirklich mal reindenkst. Und das ist für dich natürlich eine Chance, dass du dann einen Aufbau für eine wunderbare Stunde machst. Aber ich merke das natürlich, mit welcher Liebe und welcher Sorgfalt du auch da aus den Büchern dir was rausholst. Und man sieht natürlich auch, dass das Ganze im Fluss geschrieben ist. Also das merkt man natürlich sehr schnell. Also ich hatte auch schon eine Arbeit, wo ich einfach gemerkt habe, da ist ganz viel Copy und Paste. Und das ist eigentlich schade. Es ist schade, dass man dann auch diese Chance vergibt, dass man da jetzt mal sich richtig in das Thema reindenkt. Ja, also die Dozenten an den Gesundheitsakademien, die bekommen von dem Verband, weil ja diese Abschlussprüfung auch über den Verband läuft, bekommen 20 Themen vorgegeben und daraus sucht dann der Dozent für den Schüler ein Thema aus und diese Abschlussarbeit, die hat verschiedene Einheiten. Die hat eine reine Anatomie-Einheit, dann gibt es eben diesen praktischen Teil, wo man zum Beispiel, du gibst jetzt an der VHS einen Kurs für 50 plus oder so. Also da wird wirklich Wissen abgeprüft. Und es ist dann im Endeffekt so, wenn du die Hausarbeit dann beim Verband einreichst, gibt es bestimmte nicht mehr als 25 Seiten. Also wir achten da halt einfach auch auf den Schriftgrad, nicht mehr 12 Areal. Also wir haben das einfach vorgegeben und das Wichtige ist eben, dass du dann, wenn du die Referendareinheit gemacht hast bei deiner Dozentin oder bei deinem Dozenten, dass du dann die Nummer eingibst von der Prüfung, von der Abschlussarbeit, wenn du dich da für die Verbandszertifizierung am Schluss anmeldest, ja? Also das ist so das Prozedere. Das hört sich jetzt unglaublich kompliziert an, aber das könnt ihr alles nachlesen. Ihr könnt es bei eurem Dozenten nachfragen. Ihr könnt bei mir anrufen. Immer Dienstag und Freitag von 9 bis 12 habe ich Sprechzeiten. Also jetzt also bin ich da für euch erreichbar. Wenn ihr
sagt, oh, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, dann könnt ihr mich per Mail anschreiben und wir machen ganz gezielt was aus. Oder wenn ihr da nicht könnt, Dienstag und Freitag, dann findet man auch einen anderen Termin, ja. Also ihr habt immer die Möglichkeit, natürlich dann auch, wenn die Annette eure Hausarbeit korrigiert habt, die Möglichkeit, mit ihr auch in Kontakt zu treten und sie nochmal zu fragen, wie sie was gemeint hat. Ja, also das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die Verbandsqualifizierung, weil es einfach nochmal ein höheres Qualitätssiegel ist als ein reines Zertifikat an einer Schule, weil du bist dann geprüfter Genau. Yogalehrer. Ist dann auch was wert. Und das ist dann natürlich der ganz große Unterschied, wenn du bei irgendeiner Yogaschule das machst, die das sicherlich gerne und auch bestimmt auch gut machen, aber du gibst dann als Teilnehmer sehr viel Geld aus und investierst Mühe und es ist danach halt wenig wert. Also wenn du dann an irgendeiner Schule unterrichten möchtest oder also hier bei uns an der VHS, kannst du nicht mit irgendeinem Diplom von irgendeiner Schule da kommen. Also die wollen da schon was Ordentliches in Händen haben, was zertifiziert ist natürlich. Ja, unbedingt. Ja, genau. Wichtiger Punkt. Die Paracelsus-Gesundheitsakademien sind ja 54 Schulen in Deutschland und in der Schweiz. Also, und durch diese Verbandszertifizierung habt ihr noch einfach noch mal einen höheren, Entschuldigung, eine höhere Qualifikation. Jetzt habe ich gerade einen Frosch. Ja, den Frosch gibt es ja im Yoga nicht, gell? Aber alle möglichen anderen Tiere. Das ist jetzt die Überleitung zu meinem Frosch. Okay, liebe Annette, was gibt es denn so jetzt abschließend für unsere gemeinsame Zeit noch zu sagen, von deiner Seite aus? Also ich freue mich wahnsinnig auf diese Ausbildung, die jetzt startet, weil die Teilnehmer auch eben das zweite Jahr mitmachen. Das weiß ich jetzt schon, weil die eben ihre Zertifizierung, die wollen beide, denke ich, also die eine ganz sicher, die anderen, da weiß ich es noch nicht genau, aber wahrscheinlich ziehen die mit. Die wollen eben auch diese Krankenkassenzulassung und wir haben im zweiten Jahr da eben Pranayama und das ist natürlich ganz toll. Das ist die Atemtechnik. Man steigt einfach noch tiefer und feinstofflicher rein. Und wenn ich das jetzt schon weiß, dass die Teilnehmer da weitermachen, macht mich das einfach wahnsinnig glücklich. Und ich weiß auch, die werden irgendwie das sehr gut schaffen. Das sieht man meistens schon im Vorstellungsgespräch. Und genau, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, das sage ich immer so bei diesen Infoabenden, dass es immer schön ist, wenn man so eine Ausbildung hat. Ja, das Leben hat ja zurzeit sehr viele Überraschungen für uns bereit. Und man weiß ja oftmals nie, wie es weitergeht, sei es beruflich, sei es familiär oder so. Aber du hast dann immer noch was irgendwo in der Tasche. Und ich weiß, dass, oder ich möchte, bis ich mindestens 70 bin, unterrichten. Also ich kann überall hingehen, ich bin überall gefragt. Und ja, und ich kann dann noch Yoga unterrichten. Und das hält mich fit, also im Kopf fit, meinen Körper fit. Und ich habe dann natürlich auch immer ein soziales Umfeld. Also das finde ich auch eine wahnsinnig wichtige Sache, gerade wenn man älter ist. Und wenn es vielleicht auch finanziell dann irgendwo mal nicht ganz so reicht, man hat seine Yoga-Ausbildung in der Tasche, man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, dann gebe ich halt mal eine Stunde mehr. Ja, also was du jetzt gerade erwähnt hast, das geht mir auch immer so, ist, wenn ich Studierende länger begleiten kann auf ihrem Weg. Wenn eine Ausbildung, also das Rückentraining, hat ja im Basiskurs 60 Unterrichtsstunden und dann gibt es noch verschiedene Aufbaukurse. Wenn ich jetzt Leute über einen längeren Zeitraum begleite und die begleiten ja auch mich, ich lerne durch meine Teilnehmer genauso viel, wie die durch mich lernen. Und das ist ja auch wirklich so eine Gemeinschaft, die sich dann entwickelt. Und das Tolle ist dann auch noch, wenn ich die Leute nicht nur als Lehrerin begleiten darf oder als Ausbilderin an den Paracelsus Gesundheitsakademien oder an anderen, sondern dass ich die
dann wirklich als Verbandspräsidentin oder als hier als Unterstützerin beim Verband auch noch begleiten kann und dann sehe, wie sie ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit machen, wenn ich sehe, wenn sie ihre ersten Veröffentlichungen oder sowas machen oder und das finde ich unglaublich toll, dass ich da einfach nicht nur während dieser Ausbildungszeit oft erfahre, was die machen, sondern auch noch darüber hinaus und deswegen ist diese Verbandsmitgliedschaft einfach auch sowas Wertvolles. Ja, Ja, das stimmt. also kommt zu uns, entweder auch zu Annette, zu mir. Ich bin im süddeutschen Raum, man hört es ja auch an meinem rollenden und an anderen Dingen. Also ich unterrichte in München und in Augsburg. Also kommt gerne zu uns, zu Ausbildungen. Wir freuen uns sehr auf euch und geben unser Bestes, um euch auf eurem Weg zu unterstützen. Ja.